Ab geht das Feld der 20 Formel-V-Fahrer. Dieter Quester geht vom Start weg in Führung, gehetzt von Günther Huber und dem Grazer Marco. Dieter Quester konnte seinen Vorsprung immer mehr ausbauen und wurde schließlich strahlender Sieger des ersten Formel-V-Rennens dieser Saison. Ja, der Dieter Quester ist ein sehr faszinierender Bursche, das muss man sagen. Unheimliche Vielseitigkeit, eine ganz eigene Persönlichkeit. Auf der einen Seite unheimlich professionell, auf der anderen Seite aber mit seinen Freunden ein bisschen ein Lausbub auch. Ich wusste schon, dass ich beim Motorradsport oder auch beim Motorbootsport also sicher nicht hängen bleibe und dass die vier Räder her müssen. Und das hat sich dann relativ langsam entwickelt. Ich musste ja immer aufpassen, unter Pseudonym fahren, wegen meiner Familie. Der ist ein Vollblut-Rennfahrer, ja. Also ein Renntiger, es geht nicht, das gibt es ja gar nicht bei ihm. Er war ja dann auch ein perfekter Markenbotschafter. Der Lauda ist bei mir gefahren und der Marco ist bei mir gefahren und der Quester. Der Quester war da eigentlich schuld. Ich habe das Auto gebaut für mich. Ich bin von Go-Kart gekommen, erste Mal Formel V, habe ich gebaut. Ja. Dann der Quester hat gesagt, ja, lass mich fahren, ich fahre schon immer. Dann habe ich den fahren lassen, der hat sofort gewonnen. Und die Leute haben alle gehabt, das Auto ist schuld. Dabei, dass der Quester ist, haben sie nicht nachgedacht. Ne? Die sind dann nach Amerika gegangen, also Bahamas, da haben sie auch gleich gewonnen. Ne? Ein Rennen, das mir auch heute noch in Erinnerung ist, war eben diese Speedweek-Veranstaltung auf den Bahamas und der Sieg im Governors Cup. Das war also meine erste große silberne, es war damals eine echt silberne Trophäe, die ja, ich auch heute noch in Ehren halte. Das ist Quester, dass er nicht nur Rundstrecke da, sondern er ist genauso am Berg gefahren. Das ist keine ungefährliche Geschichte. Nicht? Das waren ja ganz leichte Autos, die natürlich unheimlich gut gegangen sind. Nicht? Und daneben war aber nichts, außer vielleicht der Abgrund. Aber er hat auch das gemeistert und war anerkannt. Beim Europameisterschaftslauf der Prototypen saß Dieter Quester als einziger Österreicher mit Chancen auf eine gute Platzierung in einem Werks-BMW. Er war ja Spitze in der Formel 2, da ist er ja mit dem Besten gefahren und sind ja Formel 1 vor der Formel 2 gefahren. Und da hat er voll mitgehalten, also da hat nichts gefehlt. Tourenwagen, Europameister ist er viermal geworden. Das hat angefangen in den 70er Jahren, das war mit diesen wunderschönen BMW Coupés. Ja, ist auch genauso Langstreckenrennen. Und da hat es schon den Spruch gegeben einmal, ich weiß nicht von wem der war, dass man gesagt hat, wenn wir das Rennen beenden wollen, müssen wir das letzte Drittel in Quester fahren lassen, weil der bringt das Auto zurück. Das war die Formel 1 Geschichte. Ich war selber dort, ich kann mich erinnern an den Fall. Ich war damals, das war der Österreichring noch, und das Auto ist ja nicht gegangen. Also wenn ein Auto nicht geht, dann hilft auch ein Quester nichts, dann nutzt er nichts, nicht? Da kann keiner gewinnen. Er hat dann ein bisschen gemeint, dass er, das ist ein Schlitzer, wird er wahrscheinlich recht gehabt haben. Zweimal unter Pseudonym gefahren, ein Jahr unter Freiherr von Münchhausen. Da habe ich Riesenprobleme gehabt mit der OSK, weil die das anonym nicht akzeptieren wollten. Aber es hat nicht allzu lang gedauert, wusste mein Vater bereits, wer hinter dem Freiherr von Münchhausen steckt. Und ja, dann habe ich mir ein neues Pseudonym gesucht, Poldi Huber. Aber auch da hat es nicht lange gedauert und mein Vater hat auch gewusst, dass der Poldi Huber eigentlich der Dieter Quester war.